Stunde vielleicht etwas Gebiet, es wird hier vielleicht eine Warnung sein, nicht seinen Weg zu kreuzen. Ich habe mich hier wirklich verirrt oder so. Ich weiß halt echt nicht. Ich kann ja nur dem Weg folgen. Wenn wir eine Waffe hätten, mit der wir uns verteidigen könnten. Und das muss irgendwie ablenken könnten. Von uns ablenken könnten. Hier waren wir doch schon. Sind wir in der Sackgasse. Ach, da können wir vielleicht rein. Ein kleiner Unterschlupf. Okay, das hatten wir doch schon. Hinauf. Das war sicher, dass wir da nicht hinein können. Erstmal Unterschlupf für die Nacht finden. Okay. Hier was draus machen können wir. Irgendwo hoch. Okay, ich denke, wir müssen irgendwie auf den Berg hinauf. Da leuchtet was ganz oben. Ein Feuer. Vielleicht müssen wir dort hoch. Abseits der Wege vielleicht. Wo es das Monster nicht findet. Ich weiß es nicht. Abseits der Wege ist nicht viel möglich. Versuche es ab und zu mal ein bisschen weit ein, aber so richtig. Jenseits der Wege können wir gar nicht. Was hat es mit dem, Monster auf sich? Vielleicht, wenn wir das Licht ausschalten, deckt es uns dann nicht mehr. Wir sind wir wieder hier. Das Rad. Und den Stein Truchs weg. Das nicht ausmachen. Und hier müssen sneaken. Ganz unauffällig. Jetzt sieht er um Bildschirm kaum noch was. Ich müsste was in Kauf nehmen, um hier nicht erkannt zu werden. Ist hier auch kaum noch was. Sämtliche Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wo wir hier hin, es uns hier verschlagen soll.
diesem normalen Schrittstempo. Ganz langsam. Vielleicht, wenn es uns nicht hört. Und nicht sieht, können wir vielleicht an ihm vorbei. Nach oben. Sobald wir es hier nicht aus, würde ich sagen. Und ganz vorsichtig weiter. Ich weiß nicht, ob die Helligkeit überhaupt, ob ihr überhaupt irgendwas seht. Ich hoffe es sehr. Ganz ruhig. Ich möchte lang sneaken. Dann wird es doch schon wieder Tag, oder? Da irre ich mich. Okay, irgendetwas ist hier bei uns. Wie können wir da auf die Bergkette hoch? Und nicht zu auffällig, in die ganze Zeit durch die Gegend gerannt. Das ist ja hier. Okay, hier sind wir wieder an den drei Schwertern. Hier waren wir schon mal. Hier kamen wir nicht weiter. Kommen wir doch irgendwie durch. Nur das Monster nicht erwecken. Gibt es vielleicht einen Weg? Dahinter scheint Fluss zu sein, dahinter. Da gibt es nicht viele Auswege. Stein. Okay, da drüben flimmert etwas. Der Himmel ist auf jeden Fall rot. Färbt sich so eine Art von einem Sonnenaufgang. Es wird auf jeden Fall heller, würde ich sagen. Würde ich fast meinen. Ist etwas. Ich hoffe, es ist nur ein Stein. Ich muss durchs Gebüsch schlagen. Nicht wirklich. Es bleibt nichts anderes übrig, als hier den Pfad entlang zu laufen. Zu hoffen, den richtigen zu finden. Nicht wieder dem Monster in die Arme zu rennen. Aber ich bin mal jetzt auch vorsichtiger. Da renne nicht mehr blindlings durch den Wald. Haben wir hier vielleicht eine Chance? Hier runter können wir nicht. Ruhig. Ruhig. Okay, er hat uns trotzdem. Okay. Er hat uns entdeckt, auch als wir die Taschen aber ausgemacht haben. Stillstanden. Okay. Was ist jetzt hier unsere Mission? Das scheint ja hier, wenn ich das richtig deute, ist das hier schon die
So eine alte Warnung hier. Es ist, Achtung, Monster. Wenn man das Bild so richtig deutet. Monster, das alles verschlingt. Versuch mal hier so lang zu kommen. Durch den Fluss können wir nicht. Versucht zumindest am Fluss vielleicht ein bisschen. Was auch immer das ist, was wir da gesehen haben, dem wollen wir nicht begegnen. Es ist die klügste Idee, am Fluss irgendwie lang zu laufen und da irgendwie, ja, vielleicht irgendwie auf die Berge dort hochzukommen. Soweit es denn geht. Taschenlampe ist so eine Sache. Vielleicht ist es schon mal grundsätzlich eine gute Idee, hier nicht rumzurennen. Dann erstmal vorsichtig und langsam. So gehen wir zu bald irgendwas hören. Ist irgendwo im Gebüsch zu verstecken. Und zu sneaken. Und wie und wo, habe ich auch keine Ahnung. Eben hat er uns im Dunkeln gesehen, also er sieht schon. Das Monster. Es findet schon. Findet uns. Sollten wir versuchen, dort lang zu kommen. Ist doch vielversprechend, aus nach einem Pfad, der nach oben führt. Auf den Felsen müsste ich drauf kommen. Dass man da vielleicht hochklettern kann. Vielleicht ist Klettern auch hier allgemein unmöglich. Der Stein ist auch hier viel größer als gedacht. Vielleicht. Ich dachte nur. Ich dachte, das wäre eine Möglichkeit. Okay, ich wüsste genau, ob es hier einen Weg gibt, wo man rauskommen kann, ohne entdeckt zu werden. Dann sieht es doch schon ganz friedlich aus. Und ganz ruhig auf die Berge zu gehen. Den Großen nicht stören in seinem Gebiet. Ich war auch schon 50 Mal. Können die wirklich nicht auf die Berge klettern? Das ist wirklich schade. Ich denke, es gibt irgendeine Lösung. Das muss doch irgendwie in dem Versteck, an dem Möchtegern Versteck. Muss doch hier irgendeine Lösung geben, um Schrecken zu entkommen. Ja, die wird unsere berühmte Höhle. Verwenden, wenn wir nicht reinkommen.
Noch ist es ruhig. Okay. Ist hier irgendein Weg? Oben sehen wir doch Bergspitze. Muss doch irgendwie einen Weg geben, da hoch zu gelangen. Muss doch irgendwas sein, was uns hier die Möglichkeit gibt, dem Horror zu entkommen. Ich glaube, wenn wir gleich fehlen, muss ich mir mal irgendwie mal. Mache ich eine Pause, dann ziehe ich mir irgendwie mal eine Let's Play rein. Schau mal, was da irgendwie so lief, was da. Bisschen möglich jetzt weiterzukommen. Ich meine, komplett ein Let's Plays oder ein kompletter Komplettlösung arbeiten, das Ganze hier durchmogeln will ich nicht, wenn es nicht anders geht, aber ja. Ja, bis jetzt recht ereignislos. Zumindest in diesem Versuch. Und so ein Monster versucht uns die ganze Zeit anzugreifen. Ich habe echt keine Idee, wie wir dem muss dann kämen. Okay. Außer dem gelegentlichen Stöhne. Und ihr. Das ist ja relativ still. Zu still. Okay, da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Des Abenteuers, soweit ich weiß, oder auch nicht. Haben wir dieses Warnschild schon wieder. Ich deute es mal zu Warnschild. Toswig. Und ich immer abseits des Weges laufe. Da gibt es scheinbar immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Immer am Flussufer lang ist schon nicht die schlechteste Idee. Verzeiht mein Kratzenhals. Hat mich scheinbar von der Erkältung noch nicht so richtig erholt. Sehe ich da schon was? Was Monstriges? Zeug. Ein Krepier hier vor der Kamera. Irgendwas sagt mir, dass am Flussufer bleiben nicht die schlechteste Idee war. Okay. Sind wir wieder bei den drei Schwertern.